Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wieder mit dem Drago Basler. Und der Drago Basler erzählt euch. Nein, es ist ja normal. Hier auf dem Kanal bin ich am Röhren. Und wir haben gerade Trelle zurückgerobert, Algros eingenommen und gehen jetzt nach Herbrett fort. So. Raycom habe ich getötet. Also ich habe den letzten Schuss geschossen. Scheinbar. Kann sein. Ja, nehmt den Stein. Komm. Alle haben Leibpferde, niemand kauft mehr irgendwie etwas ein. Darf ich den kühlen? Ich bin auch ein Level-Kühler. Aber Schaden will ich machen. So, Dankeschön, das brauchte ich. Auch wenn ich nicht gerne ein Level-Killer bin. Der war so schön da. Gut, ich muss ja noch oben. Oh, ich habe schon recht viel bekommen. Merke ich gerade. Von der Sprechblase, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber... Komm jetzt. Nerv nicht. Genusito, aha. Ja, endlich wieder mal was los. Ich freue mich schon. Eine Gruppe, die auch was reißen kann. Ja, schön dazugehören. Also ich bin jetzt aus Ignis Sicht vom letzten Let's Play. Hallo. Bin ich recht gut vorangekommen bei Herb. Ich hoffe, es gibt auch einen Vorteil von der Alsenseite. Für mich. Natürlich sind die anderen, die da helfen, aber wie kann man jetzt eigentlich die angreifen? Das Tor kann man nicht angreifen. Boom. Was soll es eigentlich können, aber ich weiß jetzt nicht genau die Kombination. Man lernt ja irgendwie auch nichts von Champions of Regnum, weil es keine Anleitungen gibt, nichts. So, denn zu den Magier will ich nicht nach oben, die nerven ein bisschen. Für Low-Levelige. Ja, ich habe viel Champions of... Path of Exile aufgenommen. Und wenig Champions of Regnum. Jetzt muss ich ein bisschen wieder vorwärts machen. Oh, schön Fischer. Hi. Keine Spiele. Es sind irgendwie keine Söten an. Ja. Es kommen Söten, aber sind weit weg. Ich brauch doch ein paar Erfahrungspunkte. Mir wurde es schon langweilig vom Wölfe töten. Gebt mir irgendwas. Das sind ein paar. Nein, den greife ich nicht an, der Ritter. Auch ein Ritter. Alles Ritter. Komm, vorwärts. Ja, nicht mich angreifen. Ich sehe, dass ich eine schlechte Rüstung habe. Na toll, halt mich nicht regenerieren, heilen.
Einmal blocken. Die Räder wurden ein bisschen schlecht gemacht, dass sie so viel blocken können, nicht einfach weniger Schaden bekommen oder so. Hm. Ja, danke. Ich will nicht wissen, wie ich regeneriert werde. Ich mache mir ganz viele Fans. Wenn ihr mitmachen wollt, wissen einfach, dass die Entwickler dann wissen, dass sie dieses Spiel besser machen müssen. Und dann... Ah. Freue mich schon, aber... es geht halt auf YouTube extrem lange. Der geht auf mich. Geht auf ihn. Mann, ich hab ihn verloren. Geht auf ihn. Ah, ihr Noobs. Ihr müsst doch nicht auf die Ritter. Gut. Was, ich hab nichts bekommen? Hä? Okay, scheinbar habe ich doch alles bekommen. Ja. Ein bisschen kürzer dieser Buff, bitte. Der Buff. Bis dann. Oh je. Yeah. Oh, sind aber viel gestorben. Wegen diesen Debuffs. Seit 10 Jahren sagen die Entwickler, sie werden Debuffs ein bisschen nerven. Haben es nie gemacht. Nie sichtbar. Also man hat nichts davon gehabt. Immer diese Ritter. Wie viele Ritter gibt es eigentlich hier? Ja. Christanis. Der Ding hat gar nicht getroffen, der Pfeil. Hm. Ja, das ist so, wenn man nicht Reichweite hat um Bogen. Nur 30, glaube ich. Mann, ich brauche den neuen Bogen, der hat 35. Ja, der hat 30. Aber wir haben sie zurückgeschlagen. Schön. Da kommt wieder einer. Hm. Was macht er jetzt? Ist das irgendwie so ein Rambo-Versuch? Danke. So ist gut, da bekomme ich recht viel. 600. Mehr als die 500 bei Ackersburg. Ich mach so viel Schaden. Der hat ein Schild. Wieso bekomme ich denn nichts? Muss ich so viel Schaden machen? Von beiden Seiten gehen wir jetzt angreifen. Da ist noch einer. Was ist das für ein Angriff? Kann ich gar noch nicht. Ich setze so süß. Nein, ich bin nicht hier. Kommt mal zurück. Oh, dort sind auch noch. Ja, toll. Wirklich toll.
Was? Ein Barbar? Gut. Kurzen Moment warten, aber ich habe wieder ein bisschen bekommen. Man kann auch keinen Umschalt drücken. In jedem Game kann man Umschalt drücken, um zu switchen. Also vor allem bei Final Fantasy 14. Ja, immer diese Stunts. Es regt auf. Dann hätte ich natürlich von einem Barbar gefokust. Ah nein. Jason Grace. Ja. Ist sie süß, oder? Das Spiel ist so genial. Ach, wäre ich nur ein bisschen irgendwie schneller hoch. Jetzt, wo ich mal ein paar Mal gesagt habe, dass ich einfach ein paar mehr Kommentare vielleicht möchte, und so kommen Engländer und schreiben Kommentare. Gut. Vielleicht habe ich das auf Englisch gesprochen. Und ich bin einfach irgendwie nicht fokussiert. Aber es ist total schwer, also wenn man auf Deutsch Kommentare zu schreiben. So schwer, dass man so schlecht schreiben kann. Aber ich habe ein anderes Regnum-Video gesehen, dass es extrem faule Leute gibt. Jetzt ein bisschen fleißiger, ich habe es auch lernen müssen, nicht mit Schweizer. Ich konnte nach 10 Jahren Schule fast kein Deutsch mehr schreiben. Musste alles wieder vom Internet sozusagen lernen. Und vor allem die Doppel-S habe ich nicht und sozusagen. Dann haben alle immer geschrieben, hey, schreib doch richtig, du hast kein Doppel-S geschrieben. Und dann habe ich so geschrieben, ja, probier es mal auf einer europäischen Tastatur ein Doppel-S zu schreiben. Dann bist du gut. Dann haben sie geschrieben, nimm doch einen Zeichensatz. Ja, wie ein Zeichensatz? Hi. Ich kann schon Zeichensätze machen, aber dann habe ich keine anderen Zeichen mehr, die ich brauche. Ja, toll. Richtig toll. Wir verlieren's. Alle sind innen und machen nichts. Schauen. Ich glaube, das ist Ding. Ja. Ich hätte Mauer nehmen sollen zum Umskillen. Weil ich will die klebrige Berührung wegmachen. Ich will den Arkanschlag wegmachen. Den Blitzpfeil wegmachen. Krähenfüßepfeil dafür statt Blitzpfeil. Und weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Aber ich werde jetzt weiter noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Wie viel habe ich jetzt von den Königreichspunkten? 127. Wie schnell geht denn das? Jetzt muss ich nur noch schauen. Ich kann ja Punkte eintauschen. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Nett, nett. Keine online. Ja, ich brauche jetzt vor allem mehr Geduld. Und wenn dann alles besser geht, dann habe ich dann auch mehr Spaß mit dem Game. Fate hat er momentan einfach an Erfolgen. Ja, und ich mache den Beschwörer noch. Habe ich dort ein bisschen mehr
Ja, natürlich nehmen sie das jetzt ein. Ja gut, dann nehmen wir es halt wieder an. Zurückerobern. Der Tern. Oh je. Ah, oh, überall so, Igen. Kommt mal runter, ja, genau. So. Helft uns. Das ist ja nur ein schwer. Ganz viele. Nein, ich wollte nicht den Nahkampf schlagen, ich wollte den Kleber verlieren. So. Treffer! Mann, tötet ihn bitte. Ich brauche ein bisschen Erfahrung. Ja. So ist ein Bad Boy. Hallo! Hey! Sie ist im Nun. Ja, gut. Wenn man das so kann. Stunnen heilen. Okay. Das war Sultas Terror. Blitzpfeil. Blitzpfeil war meiner, oder? Ja. Also reicht's mal. Ich muss da besser. Skillen. Ich habe jetzt vor allem wegen Dings geht, wegen den Wölfen angreifen, aber nicht für die Spieler angreifen. Dann gehen wir wieder zurück. 127. Ja, immer noch 127. Hm. Langsam werde ich auch ein bisschen geizig. Aber Geiz kommt meistens von Qual. Bei mir. Vor allem. Immer wenn ich irgendwie gequält werde und so, dann habe ich mega Geiz auf irgendwie ein bisschen Verbesserung. Und direkt quält mich. Liebe Zuschauer, bitte helft einem armen Let's Player. Und steigt mit mir zusammen auf. Zu Götter des Spieles. Champions of Regnum. Ja, ja. Gut. Schütze Träne. Okay, jetzt machen wir die beste Skillung. Ich weiß nicht, wie man es geht. Treffersuche. Pfff. Schultes Auge. Nein. Ich weiß nicht, ich verstehe irgendwie strategische Position nicht. Man ist langsamer. Ist schon ein Minuspunkt. Bekommt man aber nur 5% für erzielte Reichweite dazu. Also je weiter man weg ist, desto geringer ist der Prozentzahl des... Hä? Verstehe ich nicht. Ich will nicht kritische Treffer wegmachen. Also da muss Voraussicht, mehr nicht. Finger brechen, Angus. Nein. Oh, zu weit. So. Aber Medition. Medition brauchen wir nicht. Meditation. Nee. Dann hier, Spezialist. Verfinsterung, ist zu schwach, oder? Wegreißung, Allgegenwärtigkeit, Punktschuss. Adlerauge. Ich nehme mal Adlerauge mit.
Was ist Effizienz sinkt? Machen wir. So. Krähenfußball unbedingt. Nein, na doch. Das dachte ich schon. So. Machen wir Konzentration. Fitness. Klebrige Berührung ist ja nichts, haben wir gesagt. Vergeltung bringt nicht viel. Jetzt muss ich schauen. Also da brauche ich auch nichts. Ja. Sohn des Windes. Ah, das wäre natürlich gut, aber ich habe viel zu wenig Punkte. So. Ja, Windstoß. Pff. Ist nur 2 Sekunden. Und hier 4 Sekunden. Nein. So. Machen wir passiv. Und noch irgendwas. Konzentration hoch. Gut. Ja. Wow, das ist jetzt mal eine Skillung. Ich hoffe, das bringt was. So. So. Gut. Ja, 4 Angriffe. Wow. Jetzt habe ich eine Konzentration, die sollte eigentlich ein bisschen mehr Treffer garantieren. Und kein Fußpfeil auf die Barbaren und Schützen und so. Ich frage mich, ob sich das lohnt. Ist klar, ich bin immer noch tief im Nachteil. Aber, ich denke schon. So, Alga haben die eingenommen. Was machen die dort? Keine Ahnung. Da. Der Gottfried wieder mal. Chiki, chiki. Chika. Chika, Chikorito. Der kleine Mann. Bin ich ein Chikorito? Hui. Gut. Wo haben wir die Jäger? Ich töte sie jetzt. Ich wette, ich töte sie. Es sind ganz, ganz wenig Jäger online gewesen. In mehreren Tagen. Es gab eine Zeit, da war jeder zweite Igge ein Jäger. Und dann ist... Jeder Barbar, momentan ist glaube ich jeder Barbar. Auch bei den Syrten. Und da ist Jäger der Schütze. Hä? Was ist da los? Ich glaube die Fan, richtigen Suchtis, die haben irgendwie keinen Plan mehr, was sie denn nehmen sollen und machen halt dann immer diese, was die anderen machen. So richtig. Ja, ein Mann Barbarenarme und dann ein Mann Scout Jäger Armee. Und da kommen die Beschi-Armeen des Todes.
und ihren Heilzauber des negativen Heilens. Oder Beschwörer. Alle mit den Lichs. Ja. Chakra di und Chakra da. Ich chakra dich eins ab. Und tralala. Bist du ein Dädra? Bist du Skaren-Fan? Tralala. Der V-Man. Ah. Akt 3 fertig machen mit dem Feuerballmagier in Puff of Exile hat mich so müde gemacht. Und jetzt die Schlachten machen auch irgendwie müde. Wenn man so konzentriert sein muss und so weiter. Ah, der Rocky Balboa. Hallo Rocky Balboa. Oh. Da liegt einer von uns. Wieso bist du einfach? Wenn er einfach ist, dann ist er 36 bis 38. Die Schildkröte. Macht die Schildkröte nicht irgendwie den Damage runter? Nein, die Schildkröte macht irgendwas mit HP dafür MP weg. Keine Ahnung. Das Ziel ist im Himmel. So, habe ich jetzt den geschossen? Nein, ich habe ihn nicht geschossen. Au, ouch, mein Auge. Ich habe auf ouch mein Auge den ätherischen Pfeil geschossen. Ja gut. Reichweite und jetzt schießen, schießen. Schieß doch, du Idiot. Was ist denn mit diesem Pfeil los? Das ist kacke. Alles in ihm nun. Hallo. Alles in ihm nun. Mann, diese scheiß Beschis. Pfeifen. Ihr seid alle Pfeifen. Ja, danke. Ich habe aber getroffen. Ihr Flaschen. Ich kann nichts schießen. Das ist eine Frechheit. Jetzt aber, wow, gar nichts wenig. Ja, komm bitte. Also die Igen sind schon die schlechtesten, hey. Die Igen können nichts anderes als schützen und ne Ding. Dann. Hässlich. Hässlich. Schaut, die ganze Zeit kommen diese Miasma. Gut. Ich glaube, ich werde zum aktivsten Spieler gewählt. Auch zum tödlichsten, also der am meisten stirbt. Okay. Schaut mal die an, alle inaktiv.
Ist das nicht dieser Grinch gewesen von dem Weihnachtsevent mal? Keine Ahnung. Wisst ihr, wenn ihr nicht immer die ganze Zeit nach hinten laufen würdet, dann könnte ich auch mal ein bisschen mehr überleben. Aber ihr geht immer nebenbei nach hinten. Ohne dass ich es merke. Ich bin auch nicht so gut. Ihr müsst doch mich beschützen können. Gut, das ist gut, das ist gut. Die haben keine Chance, die bekommen nicht so guten Ding. Nachschub, weil es länger weg ist. Ja, ja. Weiter noch. Mann. Es ist einfach ein Chaos. Ein Chaos. Ein großes Chaos. Ich werde immer wieder getroffen, gestunt. Hä? Die gehen immer wieder auf mich. Und auf meine Kollegen nehmen an. Aber mit AOE zu. Ja. Ja, ich will ich nicht, das wäre. Ich sollte auf den Mächte. Ich glaube, das ist nichts. Muss ich hier gar nicht mithelfen, wenn die so schlecht sind. Wie soll ich jetzt... Geht doch mal näher ran, da sind ja Papa, Ding. Ritter, ey Gott, da geht näher ran, hopp. Damit ich nicht immer ums Leben fürchten muss, so weit hinten. Okay, jetzt sind wir wieder rein. Ignis ist ne Memmen Anstalt. Lol, da hinten sind auch noch von uns. Gut, immer noch nichts bekommen. Keine Ecken mehr hier. Leutchen. Ja, genau, stand ihn mal. Das ist ein Ritter, den treffe ich nicht gut. Da, ja, 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 da, da. Da, nehmt den! Ah, geht auf den! Der macht doch Damage, das ist ein Barbar. Gut. Wow, da kann jemand runter dann. Gut. Ah, das ist der Ritter wahrscheinlich gewesen. Der Wächter. Bitter Wächter. So schnell ging's. Greif den an. Ja, aber nicht mich, du blöder Wächter. Ich muss ja nichts machen. Ich bin hier nur zu Ferien. Ja. Und Treppen verpassen ist auch noch gut bei mir. So, weiter. Da hinten noch ein paar der Wächter angreifen. Und jetzt gehen alle schon noch Trelle. Hallo? Wir haben das Fort noch nicht.
Hallo? Liebe Mitspieler, Sie haben da was Großes verpasst. Kommen Sie bitte wieder und helfen Sie uns bitte. Ich mag so 1000 gebuffte Gegner nicht. Aha, ihr kommt zurück. Habt ihr auch gemerkt, dass ein Gegner noch drin ist? Weißt du, man muss halt auch rausgehen. Man fällt einfach durch die Mauer hindurch. Okay. Nein, jetzt habe ich genug. Aber er ist gestorben, scheinbar. Ich habe EP bekommen. Gut. Ich bin durch den Tod. Um 698 Erfahrungspunkte reicher geworden und habe 2 Königgeistpunkte bekommen durch den Sturz von in die Mauer rein. Gut, also lustigstes Game ever. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer, und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Auf Wiedersehen.